وقل رب زدني علما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، liebe Geschwister, kommen wir heute zu einer großen Persönlichkeit, und zwar Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah ta'ala. Dieser gab den Leuten eines Tages einige Ratschläge und Anweisungen in einer Predigt. Und Umar bemerkte von den Leuten Abneigung und Ungehorsam gegenüber ihm. Das hat ihn bedrückt und etwas Kummer bereitet. Danach ging er nach Hause und es war ein Freitag. Und am Freitag hat er seine Kinder alle abgefragt im Koran und jeder musste lesen, was er auswendig konnte. So las das erste Kind folgende Verse aus Surat al-Shu'ara, die Dichter, Surah 26, Verse 1 bis 4. Tasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. طاسين ميم. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram darüber, dass sie nicht gläubig sind. Wenn wir wollten, könnten wir vom Himmel an Zeichen auf sie hinabsenden, sodass sich ihre Hälse dauernd davor unterwerfen würden. Kurz nach diesen Versen sagte Umar: Ach, wie schön! Allah subhanahu wa ta'ala hat mich durch diese Verse jetzt gerade getröstet durch meinen Sohn. Danach sprach er folgendes Bittgebet aus: O Allah, ich habe keine Lust mehr auf diese Leute. Sie leisten mir nicht Folge und sie haben auch keine Lust mehr auf mich. O Allah, entferne sie von mir und entferne mich von ihnen. So hat er keine Predigt mehr für sie gehalten bis zu seinem Tode, rahimahullahu ta'ala.